Ja, danke, Herr Präsident, Frau Staatssekretärin, Hohes Haus, werte Zuseher. Ja, ich bin heute glücklich, wirklich glücklich, dass endlich einmal die Sozialdemokratie auch Richtung freiheitliche Umfeld und unsere Ideen übernimmt. Das ist ja super. Das kenne ich normalerweise vor Wahlen. Und wir haben ja in 3 Monaten Nationalratswahlen, liebe Zuseher, nicht vergessen. Das kenne ich ja normalerweise nur von den Freunden der ÖVP, dass sie freiheitliche Ideen übernehmen. Nur um historisch bei der Wahrheit zu bleiben, das ist selbstverständlich unser erster Antrag gewesen. Aber es freut mich ja noch einmal, wenn die Sozialdemokratie, obwohl sie ja sonst mit uns nichts zu tun haben wollen, diese Idee übernehmen, die natürlich richtig ist. Natürlich geht es darum, das analoge Leben in Österreich sicherzustellen. Ich darf dann später vielleicht auch den Widerspruch bei den Sozialdemokraten in der Realität Ihnen vielleicht noch einmal deutlich machen, aber da komme ich später drauf zu sprechen. Ja, es geht meiner Meinung nach jetzt nicht nur darum, um das Können, wie Sie gesagt haben, also ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, diese sogenannten vulnerablen Gruppen oder die keinen Zugang haben aus finanziellen Gründen. Es geht mittlerweile bei ganz, ganz vielen, und wenn Sie hineinhören würden, die Bevölkerung, wenn Sie das wissen, auch um ganz viele, die das nicht wollen, die nicht eine digitale Nummer sein wollen, die kein QR-Code sein wollen, obwohl sie es digital könnten. Und genau in diese Richtung läuft seit vielen Jahren das Programm, wo halt auch die Sozialdemokratie immer dabei war, die letzten Jahre auch in Brüssel, Europäische Union, weil da kommen ja ganz, ganz viele dieser Programme und Ideen. Ich darf auch noch einmal darauf hinweisen, ich weiß, das schmerzt die Sozialdemokratie auf die Corona-Jahre, wo ihr alles mitgespielt habt. Ich darf nur daran erinnern, den grünen Pass, wo man alle ausgeschlossen hat, die nicht digital das vorweisen konnten, wenn ihr euch erinnert, immer dabei gewesen. Aber man kann ja klüger werden als Sozialdemokratie, spricht ja nichts dagegen. Ich hoffe nicht, dass es nur ein Wahlkampfschmäh eurerseits ist, weil wir nachweisen können, dass wir sehr, sehr viele Dinge auch in der Realität langfristig ernst meinen. Auch weil ja die Kollegen der ÖVP das so nicht gesagt haben, das ist ja quasi ein Zusatzangebot, das Digitale. Ich darf darauf erinnern, die Banken haben uns damals erzählt, wir machen jetzt eine digitale Geschichte für Bankkunden als Zusatzangebot. Das Ergebnis heute 2024, Sie werden es wissen draußen, die Bankfilialen sind zu, analog ist erledigt. Das heißt, Sie haben halt einfach keine Bankfiliale mehr. Das heißt, der Zusatznutzen digital ist der einzige Nutzen geblieben. Das ist die Realität, die, glaube ich, jeder nachvollziehen kann. Ja, kommen wir vielleicht zum wichtigsten Teil der ganzen Geschichte. Was ist der wichtigste Teil des analogen Lebens? Schauen Sie her. Das ist der wichtigste Teil. Bargeld. Wenn Sie nicht finanziell analog unterwegs sein können, sind Sie wie in China im Prinzip erledigt. Sind nur mehr eine Nummer. So. Und was ist, warum zeige ich das Bargeld her? Weil wir und ich persönlich seit Jahren hier Anträge einbringe, um das zu ermöglichen, analog als Pensionist zahlen zu können. Im Supermarkt ein Flugticket kaufen, was auch immer. Liebe Sozialdemokratie, ihr habt uns die letzten Jahre bei diesen Anträgen immer hängen gelassen. Ich gebe euch heute die Möglichkeit, wir bringen einen ähnlichen Antrag ein, den ihr jetzt habt, ergänzen den aber noch einmal, ich werde es dann vorlesen, um das Bargeld. Bin gespannt, ob die Sozialdemokratie heute wenigstens auch mitgehen kann, nämlich für die alten Menschen und vulnerablen Gruppen das Bargeld zu erhalten, weil das der wichtigste analoge Lebensbereich ist. Bin gespannt auf Ihr Abstimmungsergebnis. Ja, dann haben wir natürlich noch, es gibt ja viele Dinge, man hat es heute gehört, wohin wir getrieben werden, in diese analoge Geschichte, brauche ich nicht wiederholen. Nur eins haben Sie auch vergessen, liebe Sozialdemokratie, betrifft ganz viele Menschen draußen, wo ihr leider Gottes auch niemals uns geholfen habt bei den Anträgen. Da geht es um den Smart Meter, wenn es vielleicht einigen von euch noch was sagt. Der digitale Smart Meter. Ich habe die digitale Version durchgedrückt bis zum letzten Pensionistenhaushalt.
Ah, ja, das hört sie nicht gerne. Wo ist da das Recht auf analoges Leben geblieben bei euch? Auch hier stehen wir alleine da. Ich habe gerade beim letzten Plenum wieder einen Antrag eingebracht. Es ist halt viel Schall und Rauch bei der Sozialdemokratie. Leider, leider Gottes. Darf auch noch einmal sagen, ich möchte mich nicht auf die Pensionistenvertreter, nichts Böses gemeint, Frau Korosek, der ÖVP oder der SPÖ verlassen. Ich möchte als Bürger eigenständig das Recht haben, analog zu existieren und brauche keine Schulungen von euch, von der ÖVP und der SPÖ. Ich bin ein freier Bürger Österreichs, ich möchte es selber erledigen können. Und vielleicht noch einmal Sozialdemokratie. SPÖ Wien, Sie haben kündigen an, die Digital Days von 22. bis 24. Oktober, Think Human, Act Digital, digitaler Humanismus für Stadt, Wirtschaft und Wissenschaft, das macht die SPÖ Wien. Gibt's eine analoge Initiative auch in Wien? Ich habe das zweite da, digitale Agenda Wien 2025. Ihr macht's nur digital, analog gibt's gar nichts bei der Sozialdemokratie. Das ist halt die Realität. Also ich halte es für einen Wahlkampfschmäh von euch, aber ich nehme das gerne an, weil das Thema extrem wichtig ist. So, zum Schluss vielleicht, jetzt will ich ja bei den Grünen vielleicht nur noch einmal zum Nachdenken, das könnt ihr recherchieren, das steht sogar im Standard drinnen. Noch einmal, rein im digitalen Zahlungsverkehr, der digitale Zahlungsverkehr weltweit verbraucht mehr CO2 wie der PKW-Verkehr. Können Sie nachlesen, überprüfen, auch gerne mich korrigieren. Das vergessen ja alle. Die Server, um das alles am Leben zu erhalten, sind Stromfresser ohne Ende. Wird immer ausgeblendet, interessiert keinen. So, jetzt komme ich zu unserem Antrag, Entschließungsantrag der Abgeordneten Peter Wurm, Dr. Dagmar Belakovic und weiter Abgeordneter betreffend Recht auf analoge Inanspruchnahme und Teilhabe an der Dienstleistung in der Verwaltung und Daseinsversorgung. Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung, insbesondere der Bundeskanzler, Bundesminister für Finanzen, wird aufgefordert, dem Nationalrat eine Regierungsvorlage zuzuleiten, die folgende Inhalte umfasst: Recht auf analoge Inanspruchnahme und Teilhabe für die Bürger an allen Dienstleistungen, Verwaltung, Justiz, Daseinsvorsorge und ohne technische und kommunikative Barrieren. Analoge und digitale Manutaktionspflicht bei der Inanspruchnahme und Teilhabe an allen Dienstleistungen der Verwaltung, Justiz und der Daseinsvorsorge ohne technische und kommunikative Barrieren mit Gültigkeit für Gebietskörperschaften bzw. ausgegliederte Organisationseinheiten und einschlägige Unternehmen. Analoges und digitales Interventionsrecht für Eingaben, Anträge sowie Rechtsmittel für die Bürger. Und jetzt kommt's, liebe Sozialdemokratie, bei der ÖVP habe ich meine Hoffnungen aufgegeben. Annahmepflicht für Bargeld im Geschäftsverkehr mit der Verwaltung, der Justiz und beim Bezug von Waren und Dienstleistungen. Und als letzter Punkt, Bankgebührenbefreiung für den gesamten Zahlungsverkehr mit Verwaltung und Justiz für die Bürger. Ja, abschließend noch einmal, ich bin froh, dass das Thema jetzt aufkocht, ein ganz, ganz wichtiges Thema, liebe Bürger draußen. Auch mit der KI, künstlicher Intelligenz, wird das Leben für uns alle noch einmal enger, mehr überwacht. Und ich und wir als Freiheitliche wollen das nicht, in allen Belangen nicht, beim Bargeld nicht, im täglichen Leben nicht. Und momentan sehe ich nur uns als einzige Kraft, die das auch umsetzen wollen. Sollte die Sozialdemokratie in unsere Richtung umfallen, freut mich das, brauchen wir vielleicht noch einen Partner, aber das ist ganz, ganz wichtig, dass jene Menschen, die nicht können oder nicht wollen, auch analog existieren dürfen. Dafür kämpfen wir Freiheitliche schon seit Jahren. Wir werden weiter kämpfen und wir werden es auch mit einem Bundeskanzler Herbert Kickl umsetzen. Danke.